Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Legend of Zelda. Es ist 1986 für das NES erschienen. Zumindest in den USA. So, und jetzt gucken wir uns kurz die Story an. Many years ago, Prince Darkness Ganon mit Doppel-N stole one of the Triforce with power. Princess Zelda had one of the Triforce with wisdom. She divided it into 8 units to hide it from Ganon before she was captured. Go find the 8 units Link to save her. So, hier werden die ganzen Schätze gezeigt, aber die werden wir sowieso sehen. Ich guck's mir am besten trotzdem mal an. Die Silberpfeile. Die braucht man bestimmt, um Ganon zu besiegen. Nur damit ich es schon mal gesagt habe, ich habe mir die Lösungen auf dem anderen Bildschirm offengelegt. Please look up the manual for details. Weil dieses Spiel ohne Lösungen eigentlich so gut wie unmöglich ist. Es daran liegt, dass das Spiel eigentlich dafür konzipiert wurde, dass man es mit der Anleitung spielt, die ich aber nicht habe. Ich spiele, denke ich mal, den normalen Modus und nenne mich Link. Ich kann leider nicht die Buchstabengröße ändern, schade. Ist ja ein Anagramm meines YouTube-Namens. Registrieren, genau. Los geht's. So, zuerst hole ich mir das Schwert. It's dangerous to go alone. Take this. Thank you very much. So, das Schwert ist auf A, das ist etwas kompliziert. Aber ich hoffe mal, ich bekomme es hin. So, ich muss am Anfang hier auch ein paar Gegner besiegen, weil ich ihre. Also, weil ich die Rubine brauche. Was habe ich? Eine, ich brauche 20. Solange man volle Leben hat, hat man auch so ein Sword Beam. Das ist ganz praktisch. Ich darf mich halt nicht treffen lassen. So, der blaue Rubin gibt ein paar mehr Punkte. Okay. Ich habe schon mal 9. Oh shit. Und neuer Versuch. Und eine Fee. Das ist praktisch, aber ich brauche sie bisher nicht. So, den ignoriere ich erstmal, weil ich ja glaube ich nicht viel machen kann, um den zu besiegen. Oh fuck. Und der Beam ist weg. Das hätte ich schon fast wieder bekommen, aber wird direkt leider gehittet. Au. Ach Junge. 19 Rubine. Okay, jetzt wird's etwas spannend. Eine Bombe, okay. Fuck. Aber praktisch, dass ich jetzt 4 Bomben gefunden habe. So, hier ist es ja kein Problem, einfach neu zu starten. Das ist das Schöne daran. Zack. Ich hätte gerne ein Herz wieder. Ja, man kann auch die Steine von den Octoroks blocken mit seinem Schild. Man darf halt vorher nicht hitten. Oh fuck, das war schlecht. Gib mir bitte ein Herz. Schade. Und hier ist der Shop. Ich gehe ein bisschen schnell rein. So. Buy something, will ya? Ja, werde ich. Ja, jetzt muss ich rausgehen zu dem nächsten Punkt. Das war schlecht. Ist jetzt eigentlich ein kleiner Umweg, ich weiß es nicht ganz.
Ich könnte wieder drauf gehen, dann bin ich vielleicht schneller da. Aber das ist auch nicht Ziel der Sache. Ja gut. Unvermeidbar. Ja, komm. So. Ich muss jetzt noch zwei Felder nach drüben. Hier muss ich hoch. Und das war zu weit. Es müsste hier irgendwo sein. Schade. Ich glaube, es wird auch hier. Hier gibt es einen Herzteil. Oder halt ein Elixier, aber das zu nehmen ist schon ziemlich dumm. Von daher ist, denke ich mal, meine Entscheidung selbsterklärend. Gut, die ignoriere ich erstmal. Hier muss ich oben lang. Lasst mich durch. Ich bin zwar kein Arzt, aber... Okay, ich bin durch ihn durchgelaufen. So, wartet mal. Ich bin tatsächlich eins zu weit gelaufen. Hier muss ich eins rüber. Was mache ich denn? Ich muss nur gegen ihn laufen. Gut, hier gibt es ein paar Rubine. It's a secret to everybody. Mit Hilfe des Internets auf jeden Fall. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss auf jeden Fall hoch. Genau, daran erinnere ich mich. Bin aber tot. Okay, ich schneide das. Gut, ich bin wieder hier. Zwar muss ich den hier so berühren und kann dann reingehen. Ich glaube, ich werde wieder drauf gehen, wenn ich hier rausgehe. Ich gucke erstmal, wo ich hin muss. Okay, ich muss dann hoch. Aber das war schnell. Hier könnte mir einer ein Leben droppen. Oh fuck, Alter. So, ich bin gut dabei, wie man sehen kann. Oh nice. Das hat sich auch gut ergeben. It's a secret to everybody. Danke. Gut zu wissen, dass das gar nichts gebracht hat. Aber zum Glück gibt es hier noch ein weiteres Herzteil. Ja, ich nehme auf jeden Fall das Herzteil. So, weiter geht's. Jetzt muss ich da lang. Soll ich vielleicht auf dem Herz wetten? Nein, ich lasse es. Ah, die Gegner bleiben zum Glück besiegt. Die hier kann ich irgendwie nicht besiegen. Es geht bestimmt irgendwie, ich kann es bloß nicht. Ohne Fehl, das ist ja gut. Komm her. Danke. Jetzt kann ich doch direkt was machen. So, und das hier ist ziemlich gemein, also. Ach, die kann man nur besiegen, wenn sie stehen bleiben. So war das. Ja, jetzt setzen wir wieder ein. Ach, dort. Ach, gut. So, was ist das jetzt? Ich glaube... Ja, es ist auch noch ein Secret. Also, ein Rubiner-Secret. 100 Rubine, okay, das ist viel. Weiter geht's. Link, beweg dich, danke.
Ich muss jetzt hier drüben hoch. Wenn ich es dann irgendwann mal schaffen sollte. Danke. Hier bekomme ich einen Brief. Show this to the old woman. Danke sehr. Ist jetzt auch hier im Inventar. Aber zu dem Old Woman kommen wir erst später. Ich habe erst noch einiges anderes vor. Ha, Junge. Diese Gegner sind kompletter Müll, weil die viel zu schnell rumspringen. So, hier oben müsste ich mir was kaufen können. Perfekt. Und zwar diese Kerze. Ich hole euch jetzt alle. Ihr habt so gewollt. So, eins runter. Zwei rüber. Und nochmal eins hoch. Und schon bin ich da. Oh fuck. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wenn ich da überhaupt vorbeikomme. Jetzt vielleicht? Perfekt. Und ich kriege ein neues Schwert. Master using it and you can have this. Achso, ich soll lernen, es zu benutzen. So, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier draußen drauf gehen werde. Komm, geh, Link. Oh, Junge. Okay, die waren vorher schon One-Hit, das bringt mir jetzt auch nichts. Ich muss jetzt sehr weit laufen. Oh nein, ich hasse diese Stelle. Aber ich habe sie ganz gut überstanden. So, hier muss ich runter. Und hier muss ich eins rüber. Und jetzt kann ich zum ersten Mal meine Candle benutzen. Aber ich muss mich hier hinstellen. Was war das? Das hat nicht funktioniert. So, ich gehe auf dem Weg hier hin, gehe ich jetzt mal fast drauf. Aber diesmal hat es geklappt. Gut, ich dachte erst. Es ist wieder fehlgeschlagen, aber anscheinend nicht. Okay. So, weiter geht's. Ich muss jetzt hier nach unten. Hier gibt es noch nichts. Mein Gott, Alter. Hier muss ich nur eins hier runter. Dann müsste ich, glaube ich, hier sein. Ist es auch. Und hier gibt es wieder ein Secret. Okay. So einfach kann es gehen. Hier müsste es der fünfte Baum sein. Also eins, zwei... 3, 4, 5. Perfekt. Gibt es noch einen weiteren Herzcontainer?